Moin und herzlich willkommen zu meiner Kochshow. Heute machen wir Burger Patties aus roten Bohnen und dazu noch eine vegane Mayonnaise. Ich fange jetzt mal an mit den Zutaten für unsere veganen Burger Patties. Und zwar werde ich heute rote Bohnen verwenden, ein bisschen Hafermilch, feine Haferflocken, Leinsamenschrot, etwas Mehl, Zwiebeln und Knoblauch. Als Eiersatz nehmen wir heute Leinsamenschrot. Da ist wichtig, dass ihr Leinsamenschrot nehmt, weil wenn ihr ganze Leinsamen nehmt, dann saugen die das Wasser auf und dann sind die ziemlich präsent in unserem Patty. Wenn ihr keinen Leinsamenschrot findet, dann könnt ihr das natürlich einfach mit dem Messer zerhacken. So viel brauchen wir auch gar nicht. Ich würde sagen, dass man pro Ei so einen Esslöffel Leinsamenschrot braucht. Ich weiche die jetzt auf. Da gebe ich dann Wasser drauf. Durch die Verbindung mit dem Wasser bilden die Leinsamen jetzt eine klebrige Masse und die hilft dann später, unser veganes Burger Patty zu binden. Ihr könntet alternativ auch eine gekochte Kartoffel oder Süßkartoffel nehmen, die ihr dann in eure Masse reinraspelt. Jetzt gebe ich meine Zutaten in eine Schüssel. Ich werde heute für 4 Leute kochen, deswegen habe ich ungefähr 1,5 Dosen rote Kidneybohnen genommen. Jetzt bereiten wir unsere Burger Patties vor. Dazu werde ich erstmal die roten Bohnen stampfen mit einem Kartoffelstampfer. Ihr könnt es, wenn ihr keinen Kartoffelstampfer habt, natürlich auch mit dem Messer machen. Das ist natürlich mehr Arbeit und kauft euch einfach einen Kartoffelstampfer, weil die Dinger sind gut. So, wenn ihr seht, dass sie jetzt schon ein bisschen verkleinert sind, dann geht es auch gut, dass ihr schön mit euren Händen reingeht und das dann ein bisschen in Movement bringt und ein bisschen wie ein Teig eigentlich immer schön mit der Faust rein. Ihr seht dann, dass sie halt von innen sehr weich sind. Das ist dann diese weiße Masse und da versuchen wir halt gegenzuarbeiten mit den Haferflocken, die sich dann ein bisschen vollsaugen, auch mit dem Moist, sich voll sagen, mit der Flüssigkeit, dann, die dann da drin ist. Weil das Wichtigste beim Burger Patty ist eigentlich, dass er uns in der Pfanne nicht zerfällt. Wenn ihr dann eine schöne Masse habt, dann geben wir die restlichen Zutaten rein. Ihr müsst es jetzt auch nicht zu fein machen, weil es auch schön ist, wenn es ein bisschen Struktur hat und man soll natürlich auch erkennen, dass es ein Bohnenburger ist. Ich werde jetzt zuerst mein veganes Ei reingeben, dann nehme ich meine feinen Haferflocken. Am besten ist es, wenn ihr da Hafermehl nehmt, ich auch nicht. Deshalb habe ich sie einfach dann nochmal mit dem Messer klein gehackt, damit sie schön fein sind, damit wir halt keine einzelnen Haferflocken einfach in unserem Burger haben. Schön drüber geben, weil die saugen dann nämlich ein bisschen die Flüssigkeit auf. Gut, dann, um das aber ein bisschen einzuweichen, gebe ich Hafermilch drauf. Das ist hier Handarbeit. Ihr merkt dann jetzt natürlich, dass die Masse noch ziemlich flüssig ist. Deswegen werden wir gleich mit Mehl arbeiten. Aber vorher werde ich meine angeschwitzten Zwiebeln und meinen angeschwitzten Knoblauch zu der Masse geben und das dann nochmal durchrühren. Dann geben wir jetzt Mehl dazu. So. Immer schön nach und nach. Und ihr fühlt es dann auch. Ihr könnt das dann abschätzen, wie viel Mehl ihr noch braucht. Wichtig ist noch anzumerken, dass wir die Masse für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, damit das vegane Ei auch seine Arbeit leisten kann, damit es alles ein bisschen kühlt, ein bisschen ruht und bindet. Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Masse nicht fest genug wird, wenn ihr das in den Kühlschrank tut, dann wird es auch nochmal ein bisschen fester. Also, das passiert dann automatisch, wenn es ein bisschen sitzt. Jetzt werde ich die Masse natürlich noch würzen. Ich gebe einfach Salz, Pfeffer, Chili und Paprikapulver rein. Und dann gebe ich das auch schon in den Kühlschrank. Gut, dann machen wir jetzt unsere vegane Mayo für den Burger. Die ist wirklich super easy, die besteht aus 3 Zutaten. Wir nehmen hier ein bisschen Sojamilch,
pflanzliches Öl, ich habe Rapsöl genommen und dann Zitrone. Ihr könnt ja entweder Zitrone nehmen oder Apfelessig. Hauptsache ihr habt eine Säure, die die Milch schneidet. Dann gebe ich meine Zutaten hier rein. Ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht zu viel Milch nimmt, weil ihr müsst euch vorstellen, dass das ja der Eiersatz ist. Und eine Mayonnaise besteht ja aus 80% aus Fett. Also je mehr Sojamilch ihr nehmt, desto mehr Öl müsst ihr da auch drunter mixen, damit die Mayonnaise schön cremig wird. Ich fange jetzt an, ich gebe erst die Sojamilch rein, dann folgt die Zitrone. Erstmal in die Hand träufeln, dann kann man die Kerne auffangen. Das könnt ihr natürlich auch mit der Presse machen, aber ich mache immer gern alles mit den Händen. Und jetzt habe ich hier meine Kerne aufgefangen. Noch ein bisschen Salz vorher rein. Ich habe dann vergessen. Gut, ich habe was vergessen und zwar müssen wir auch noch ein bisschen Senf rein tun. Als Base, damit das Ganze schön cremig wird. Das mache ich dann jetzt. Gut, dann mixen wir diese Zutaten jetzt erstmal, dass ich das schön verrühren kann. Und dann geben wir während des Mixens nach und nach das Öl rein. Das muss wirklich langsam passieren, weil wenn ihr es zu schnell reingebt, dann bekommt ihr keine cremige Konsistenz, weil die Sojamilch dann das Öl nicht mehr aufnehmen kann. Also je mehr Öl ihr darunter habt, desto dicker wird die natürlich. Ich lasse die jetzt so, weil man die so noch schön auf dem Burger verteilen kann. Es ist auf jeden Fall aber zu empfehlen, dass ihr die noch ein bisschen im Kühlschrank ruhen lässt, weil die dann auch noch mal fester ist. Ich habe zum Beispiel gestern schon eine vorbereitet, damit die ein bisschen kalt auch ist und damit sie ein bisschen cremiger ist. Das seht ihr hier. So, warum ist die rot? Und zwar mache ich mir heute eine Chili Mayo. Ich werde dazu ein bisschen Sambal Oleg reintun. In der internationalen Abteilung bekommt ihr das auf jeden Fall in jedem guten Supermarkt. Davon gebe ich jetzt was rein. Und dann könnt ihr die Mayo auch nochmal abschmecken. Gut, unsere Masse war jetzt für 30 Minuten im Kühlschrank. Die ist jetzt schon ein bisschen fester geworden. Und jetzt werden wir unsere Burger Patties formen. Wenn es an den Händen kleben bleibt, dann könnt ihr immer mal wieder ein bisschen Mehl drauf tun. Das hilft dann auch, dass es in der Pfanne schön Farbe bekommt. So, dann haben wir unser erstes Patty. Nur noch 4 to go. Wir haben jetzt unsere Patties geformt und jetzt werde ich sie in die Pfanne legen. Ihr könnt die natürlich auch ausstechen, aber so fancy bin ich nicht. Die stelle jetzt einfach rein. Die Pfanne ist schön heiß, damit die Patties auch gleich versiegelt werden. So. Nach 3 Minuten könnt ihr die dann umflippen. Es kommt darauf an, wie heiß eure Pfanne ist. Mit dem Gasherd geht es natürlich schneller, aber ihr seht auch schon an den Rändern, wenn es braun wird. Und ihr könnt ja auch mal drunter gucken. So. Ihr seht ja meine schöne Farbe, schöne Rostaromen. So, dann können wir jetzt auch schon anrichten. Ich habe mir für mein Brötchen ein Laugenbrötchen ausgesucht, das ich ein bisschen in meinem Kontaktgrill malträtiert habe. Dann geben wir unsere vegane Chili-Mayonnaise darauf. Dann Tomaten. Dann nehmen wir uns ein Burger Patty, Spinacci und noch ein paar eingelegte Radieschen. Die macht ihr in meinem ersten Video. Und dann kommt der Deckel drauf. Danke, Hülke. Sehr gerne. Danke. Und bald. Die Meinung ist noch nass. Mega. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.